Mein Name ist Peter, ich bin Gesundheits- und Sozialmanager und Einrichtungsleiter im Haus St. Elisabeth. Das Haus St. Elisabeth ist ein Kinder- und Jugendhilfezentrum unter der Trägerschaft der katholischen Jugendfürsorge Regensburg. Wir bieten Jugendhilfemaßnahmen im Bereich Schule und Bildung an, teilstationäre Angebote, ambulante Angebote und stationäre Jugendhilfe. Es gibt Kinder und Jugendliche, die einfach auf einen schwierigen Weg geraten und denen versuchen wir weiterzuhelfen und wieder, dass man wieder ein gelingendes Leben schaffen kann. Also ich bin die Sarah, ich bin 19 Jahre alt und ich habe hier gewohnt bis zu meinem 17. Lebensjahr und ich habe mich gleich zu Hause gefühlt. Also man wird hier echt gut aufgenommen und ich bin aktuell, ich bin fast fertig mit meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement und ja. Insgesamt betreuen wir bis zu 250 Kinder, Jugendliche und deren Familien. Wir arbeiten partnerschaftlich mit den Eltern zusammen. Wir müssen gemeinsam eine Allianz sein, gemeinsam uns einig sein, wie sich das Kind positiv entwickeln kann. Ja, grundsätzlich besuchen alle unsere Kinder und Jugendliche eine Schule oder beziehungsweise eine Ausbildung. Und dann werden Hausaufgaben erledigt anschließend. Und wenn sonst nichts zu erledigen ist, keine Dienste und so weiter, dann gibt es auch Freizeit und Freizeitgestaltung. Es gibt geführte Freizeiten, die angeboten werden vom pädagogischen Personal. Aber es gibt auch Kinder und Jugendliche, die dann selbstständig in den Ausgang gehen, sich mit Freunden treffen. Hier lernt man halt einfach, vor allem in der Jugendwohngruppe, lernt man halt einfach selbstständig zu sein. Man lernt kochen, also es gibt hier auch Kochgruppen und alles. Und man wäscht zum Beispiel selber seine Wäsche. Und ja, also man kriegt hier sehr viel an die Hand, wo du auch später brauchst im Leben. Und ich muss sagen, wenn ich nicht hier gewesen wäre, dann wäre ich bei weitem nicht so selbstständig, wie ich jetzt bin. Es ist einfach kein Tag wie jeder andere. Wir haben diese gemeinsamen schönen Essensrunden, wo alle Jugendlichen am gemeinsamen Tisch sitzen. Wir machen abends im Sommer Lagerfeuer auf unserer Terrasse und grillen Marshmallows. Wir machen Ausflüge. Wir fahren einmal im Jahr zusammen in den Urlaub. Das sind alles ganz besondere Momente, bei denen wir die Jugendlichen begleiten dürfen. Wir unterstützen sie aber auch beim Bewerbungen schreiben, bei den Hausaufgaben, Zukunftsperspektiven entwickeln. Und es ist ein wunderschönes Arbeiten. Wir sehen tagtäglich, wie die Kinder immer mehr Fortschritte machen, immer selbstbewusster werden. Nach einer Zeit merkt man, hey, das sind richtige Power-Kinder. Aber im Prinzip, es ist wirklich also wie ein Zuhause für mich gewesen. Also ich bin sehr froh, hier gewesen zu sein. Also. Wir haben hier als pädagogisches Personal sehr viele Freiheiten. Das heißt, ich kann meine ganzen Fähigkeiten mit einbringen. Egal, ob das Nähen ist, ob das Kochen ist, ob das Bogenschießen, Fußball, jeglicher Sport ist. Es ist für mich eine total erfüllende Aufgabe, die Jugendlichen zu begleiten, familienergänzend zu arbeiten und die Jugendlichen einfach auf ihr weiteres Leben vorzubereiten. Wir haben zahlreiche Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten. Man kann sehr selbstständig arbeiten, man ist selbstverantwortlich über seinen Arbeitsbereich, hat aber immer vollste Rückendeckung von seinen Vorgesetzten. Seht euch hier um, spürt, warum wir alle so gerne hier arbeiten und bewerbt euch gerne bei uns. Ich wollte gerne eine Beschäftigung haben oder eine Arbeit haben, die mich erfüllt. Ich wollte gerne eine Arbeit haben, wo ich meine Familie ernähren kann. Aber ich wollte auch eine Arbeit haben, in der ich glücklich bin, wo ich gebraucht werde und wo ich anderen helfen kann. Und das habe ich hier.